Ich rufe Tagesordnungspunkt 40 auf, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen für ein sechstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk, Drucksache 19/3876 zu 19/3823 zu 19/3483. Berichterstatter ist der Kollege Tibi. Ich bitte um Berichterstattung. Kolleginnen und Kollegen, der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen der Fraktion von SPD und FDP bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE den Gesetzentwurf in dritter Lesung in der Fassung bei der Beschlussempfehlung Drucksache 19/3823 anzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Tibi, für die Berichterstattung. Es wurde eine Redezeit von 5 Minuten vereinbart. Es liegt mir aber keine Wortmeldung vor. Wunderbar, dann lasse ich doch gleich darüber abstimmen. Dann lasse ich abstimmen. Herr Kollege Siebel. Herr Kollege Siebel, es wäre halt schön, wenn immer die Wortmeldungen ein bisschen früher abgegeben werden könnten. Sie haben das Wort, 5 Minuten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, bei mir ist jetzt nicht angekommen, dass vereinbart worden wäre, dass dazu nicht geredet wird. Das ist auch nicht vereinbart worden. Wunderbar. Ja, ja. Herr Wintermeyer ist hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag zeichnet sich ja ab, dass das vorgelegte Gesetz der Koalitionsfraktionen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU unverändert angenommen wird. Für meine Fraktion kann ich sagen, dass damit eine Chance vertan wird. Ich will noch einmal in wenigen Sätzen akzentuieren, worin unserer Ansicht nach diese Chance bestanden hätte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben als SPD-Fraktion unsererseits vorgeschlagen, den Gesetzentwurf dahingehend noch einmal zu verbessern, für mehr gesellschaftliche Breite und Beteiligung von mehr Frauen im Rundfunkrat und im Verwaltungsrat uns einzusetzen. Wir haben dieses, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch konkretisiert. Nach unserem Vorschlag hätte zukünftig der Landesbehindertenbeirat und der Landesverband des Lesben- und Schwulenverbandes Hessen im Rundfunkrat vertreten sein sollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir nicht verständlich, warum die Koalitionsfraktionen sich dagegen ausgesprochen haben, den Landesbehindertenbeirat, der die Interessen von Zehntausenden behinderter Menschen in Hessen vertritt, mit in den Rundfunkrat aufzunehmen. Es ist unstreitig, dass der Landesbehindertenbeirat Expertise gerade im Bereich der Barrierefreiheit von Medien hat und diese auch in den Rundfunkrat einbringen können, insbesondere natürlich auch aufgrund der großen Zahl derer, die vom Landesbehindertenrat auch vertreten werden. Das Zweite nach unserem Verständnis wäre der Landesverband der Lesben und Schwulen in Hessen auch eine klare Bereicherung im Hinblick auf die Darstellung der gesellschaftlichen Breite im Rundfunkrat gewesen. Ich sagte es schon, das wäre eine vertretbare Vergrößerung, die auch durchaus das Gremium noch hätte arbeitsfähig erhalten. Zweiter Punkt. Wir haben vor dem Hintergrund, dass die Regelung, die momentan vorgesehen ist, zum Thema Geschlechterparität einen Vorschlag gemacht, der unserer Ansicht nach sehr, sehr viel schneller wirken wird. Ich fand es bemerkenswert, dass Frau Erfurth gestern in einer anderen Diskussion meinte, dass das ein großer Schritt sei zur Gleichberechtigung und zur Partizipation und zur Einbeziehung von Frauen auch in die Gremien. Wir können schon relativ bald, nämlich nach einem halben Jahr, sehen, was denn Ihr Gesetzentwurf, den Sie jetzt vorgelegt haben, tatsächlich und real gebracht hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was ich ausgerechnet habe und was sozusagen in Aussicht steht, wird die Anzahl der Frauen sich in der Tat ein wenig, hoffentlich auch aufgrund Ihres Gesetzentwurfs, vergrößern. Aber es wird sehr, sehr lange dauern,
Unser Vorschlag hat vorgesehen, dass wir tatsächlich einen größeren Schritt voranmachen. Es ist ein ausgewogener Vorschlag. Dass dieser ausgewogene Vorschlag jetzt leider keine Mehrheit hier im Hessischen Landtag findet, das bedauere ich sehr. Aber manchmal ist es so. Und ansonsten sieht man sich immer zweimal im Leben. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Siebel. Als nächster Redner spricht nun Kollege Wilken von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, es ist so, Sie machen mit diesem Gesetzentwurf sicherlich nicht alles falsch. Deswegen werden wir uns nachher auch wiederum enthalten. Aber Sie machen, und da stimme ich Herrn Siebel hundertprozentig zu, an zwei Punkten doch einen deutlich zu kleinen Schritt, um zu einer echten gesellschaftlichen Vertretung in den HR-Gremien zu kommen. Die in unserem Land vertretenen Religionsgemeinschaften und Kirchen sind vertreten, und das ist auch in Ordnung. Aber die Menschen, die keiner Religionsgemeinschaft oder Kirche angehören, werden weiterhin hier in Hessen nicht berücksichtigt. In anderen Ländern hat z.B. auch die Humanistische Union einen Sitz. Das wäre in Hessen wohl nur möglich, wenn wir endlich eine fortschrittliche Mehrheit in diesem Hause hätten. Viel wichtiger ist mir aber noch einmal auf die Frage der Geschlechterparität in den Gremien des Hessischen Rundfunks einzugehen. Das ist eine Frage, die aus unserer Sicht nicht disponibel ist. Wir sind als Gesetzgeber verpflichtet, dafür zu sorgen, die unterschiedlichen Blickwinkel, die Männer und Frauen auf gesellschaftliche Verhältnisse nun meistens haben, auch in den Gremien abgebildet werden. Aktuell sind 23 Männer und 7 Frauen im Rundfunkrat, 8 Männer und eine Frau im Verwaltungsrat. Das ist deutlich zu wenig. Wir müssen konstatieren, wir haben eine strukturelle Benachteiligung von Frauen. Und es reicht nicht, wenn Sie Ihrem Gesetz diesem strukturellen Problem nur mit einem Appell beikommen wollen. Dem Appell, dass die entsendenden Organisationen doch bitte, bitte mehr Frauen entsenden sollen. Mehr als ein Appell stellt Ihre Novellierung nämlich nicht dar. Es bleibt der entsendenden Organisation überlassen, ob sie eine Frau oder einen Mann entsenden. Und wenn sie denn einen Mann entsenden, okay, das war's, dann sagen wir, schade, hat wieder nicht geklappt. Selbst wenn Ihre Sollbestimmung, eine Frau zu entsenden, verletzt wird, sehen Sie keine Sanktionen vor, sondern einfach nur die Erklärung der entsendenden Organisation, es ging halt nicht anders. Warum sollte das in Zukunft funktionieren, meine Damen und Herren? Wir kennen doch alle die Argumentation bei männerdominierten Gremien, Podien, Veranstaltungen, dass man halt einfach keine qualifizierte Frau gefunden hätte. Was für ein Quatsch in den allermeisten Fällen. Wir haben hier eine strukturelle Benachteiligung, und der kommt man nicht mit Appellen bei. Und Herr Frömmrich, Sie haben am Dienstag bei der zweiten Lesung hier gesagt, dass Sie bisher noch keine Lösung gehört haben, die tragfähiger und besser ist als das, was Sie hier vorgelegt hätten. Schade, dass Sie die Anhörungsunterlagen nicht studiert haben und bei der mündlichen Anhörung schlecht zugehört haben. Deswegen will ich Ihnen den Vorschlag, wie man mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Geschlechterparität in den HR-Gremien kommt, nochmals erläutern. Wir können entsendungsberechtigten Institutionen zwingen, für die Berücksichtigungsfähigkeit ihrer Vorschläge vorschreiben, dass mindestens ein Mann und mindestens eine Frau zu benennen sind und dann die Auswahl unter diesen geschlechterparitätischen Vorschlägen durch Losentscheid erfolgen lassen. Da dann der Zufall entscheidet, haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit für Parität. Für die vom Landtag zu wählenden Mitglieder könnten wir vorgeben, dass die Wahl so lange zu wiederholen ist, bis sich unter den 5 zu wählenden Abgeordneten mindestens 3 Frauen befinden und bis zu einer auf diese Weise erfolgreichen Wahl die auf den Landtag entfallenden Sitze unbesetzt bleiben. Für den Verwaltungsrat wäre in gleicher Weise zu verfahren. Es wäre also machbar, eine strukturelle Benachteiligung durch strukturierte Methoden abzuschaffen. Es wäre machbar, wenn man wollte. Aber Sie wollen ja nicht.
Vielen Dank, Herr Kollege Wilken. Als nächster Redner spricht nun Kollege Frömmrich von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Wilken, dass wir die Anhörungsunterlagen sehr intensiv diskutiert und auch ausgewertet haben, sehen Sie daran, dass wir den Gesetzentwurf an mehreren Punkten nachgebessert haben, nämlich an Punkten, wo die Anzuhörenden durchaus nachvollziehbare Einwände gehabt haben. Daran können Sie sehen, dass wir nicht nur Anhörungen durchführen, sondern das, was dort gesagt wird, auch durchaus aufnehmen in die Gesetze, die wir machen. Zweiter Punkt. Wie wichtig Ihnen dieser ganze Bereich, sowohl die Repräsentanz von gewissen Gruppen als auch die Frage der Geschlechterparität in diesem Gremium ist, sieht man darin, dass Sie zu diesem Gesetzentwurf überhaupt gar keinen Vorschlag vorgelegt haben. Und dann finde ich, sollten Sie, wenn Sie von hier vorne reden, vielleicht ein bisschen kleiner das Karo malen als das, was Sie hier getan haben. Sie haben zu diesem Bereich im Gegensatz zu SPD und zu FDP überhaupt nichts als Alternative vorgelegt. Da sollten Sie vielleicht einmal ein bisschen kleiner treten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir heute nach intensiver Beratung am Ende ein gutes Gesetz für den Hessischen Rundfunk beschließen. Wir haben die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt. Wir haben die Zusammensetzung des Rundfunkrates den gesellschaftlichen Realitäten angepasst. Wir treffen Regelungen zu Transparenz, und wir nehmen den Jugendring und einen Vertreter der muslimischen Religionsgemeinschaften in den Kreis derer auf, die im Rundfunkrat vertreten sind. Nicht alle sind mit den getroffenen Regelungen zufrieden. Das haben wir ja in der zweiten Lesung hier schon besprochen. Ich glaube aber, dass wir auch nach den aufgenommenen Änderungen aus der Anhörung insgesamt gute Regelungen für den Hessischen Rundfunk getroffen haben. Ich will noch einmal kurz auf besondere Punkte eingehen. Erstens. Wir wollen, dass der Rundfunkrat zukünftig geschlechterparitätischer besetzt wird. Da haben wir deutlichen Nachholbedarf. Da sind wir uns, glaube ich, alle in diesem Hause einig, meine Damen und Herren. Diese Unterrepräsentanz von Frauen in den Gremien muss beendet werden. Der Gesetzentwurf, finde ich, ist eine gute Grundlage dafür, dieses Missverhältnis endgültig zu beenden. Wir haben ferner im Koalitionsvertrag vereinbart, dass zukünftig auch der Hessische Jugendring und die hessischen Muslime im Rundfunkrat Vertretung haben sollen. Mit dem Gesetzentwurf setzen wir diese Vereinbarung der Koalition um. Es gab natürlich noch viele Wünsche von Verbänden, ebenfalls im Rundfunkrat vertreten zu sein. Wenn ich die Wünsche aus der Anhörung und die Vorschläge aus der zweiten Lesung hier zusammenzähle, kämen wir insgesamt auf 15 bis 20 zusätzliche Mitglieder, die hier als Wünsche vorgetragen wurden. Diese Wünsche, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind nachvollziehbar, durchaus. Aber, und sie sind auch begründet. Aber letztendlich müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, ab wann ist ein Gremium wie der Verwaltungsrat oder auch der Rundfunkrat, ab welcher Größe sind diese Gremien noch arbeitsfähig? Von den Kosten will ich in diesem Zusammenhang erst gerade nicht reden. Von daher ist es wohlfeil, meine Damen und Herren, sich hier vorne hinzustellen und zwei Verbände, die ich durchaus beachtenswert und durchaus auch da gibt es durchaus Begründungen für, dass man sie aufnimmt, aber zwei Verbände rauszunehmen, 18 andere, die aber auch da rein wollen, denen zu sagen, nee, ihr kommt da nicht rein. Also ich finde, da sollte man die Diskussion mal offener führen, meine Damen und Herren. Mit der Begrenzung der staatlichen und staatsnahen Mitglieder setzen wir die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum ZDF-Fernsehrats Entscheidung auch beim Hessischen Rundfunk um. Zukünftig werden außer den entsandten Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung, den gewählten Abgeordneten des Hessischen Landtags, keine weiteren Abgeordneten, keine Regierungsmitglieder, keine Kommissionsmitglieder, keine Wahlbeamten, keine Vertreter kommunalen Spitzenverbände oder Vertreter von Parteivorständen im Hessischen Rundfunk vertreten sein. Das ist die Umsetzung dessen, was uns das Bundesverfassungsgericht aufgegeben hat, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nach intensiven Beratungen, die ich auch inhaltlich sehr gut fand, und wir haben eine breite Diskussion auch darüber geführt, einen Gesetzentwurf jetzt vorliegen, der den Hessischen Rundfunk und seine Gremien nicht grundlegend umkrempelt. Aber er zieht die notwendigen Schlussfolgerungen aus dem, was wir als Vorgaben hatten, nimmt notwendige Änderungen vor. Und ich glaube, am Ende legen wir Ihnen hier einen guten und tragfähigen Gesetzentwurf vor, und wir bitten um Ihre Zustimmung.
Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Wolff von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD hat die dritte Lesung angeregt und beantragt. Das ist ihr gutes Recht. Die SPD hat zunächst einmal bekundet, das sei eigentlich ein Gesetz, das in vielen Fragen den richtigen Weg geht. Sie hat dann ein wenig in den Krümeln gesucht und hat gesagt, sie müsse noch einmal darüber beraten und sich deswegen enthalten. Und sie hat dann Änderungsanträge gestellt, die überschaubar waren von ihrem Regelungsgehalt. Das will ich sehr deutlich sagen. Und aufgrund dessen hat sich die SPD zu einer Nein-Stimme entschlossen. Meine Damen und Herren, ungefähr so stelle ich mir eine echte Nachher-Spring-Prozession vor. Das ist die Glaubwürdigkeit der Auseinandersetzung mit dem Hessischen Rundfunk an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, der Entwurf, der hier gemacht worden ist, gerade in der Frage der Repräsentanz der Frauen, ist nicht praktikabler als das, was im Gesetz bereits im Gesetzentwurf steht. Herr Kollege Frömmrich hat ja zuletzt auch schon die Stellungnahme des Landesfrauenrats schon mal zitiert, und daran ändert sich nach meiner Einschätzung nichts. Nach der Verabschiedung heute in dritter Lesung werden entsprechend dem Gesetz die Verbände angeschrieben, genau mit dem Anspruch, über eine Kandidatur und eine Benennung auch von Frauen in besonderer Weise nachzudenken und dieses entsprechend auch zu vollziehen. Und das wird sehr bald der Maßstab dafür sein, in der Tat, ob wir vorankommen mit einer stärkeren und dann auch in der Option gleich starken Präsenz von Frauen in den Gremien des Hessischen Rundfunks, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich will aber das nicht wiederholend, was Kollege Frömmrich zu Recht auch schon alles noch einmal zusammengefasst hat, auf eines noch einmal hinweisen, was mir in diesem Zusammenhang wichtig ist. Denn hinter der Frage der Dinge, die wir umgesetzt haben, auch aus dem Bereich des ZDF-Urteils, die wir umgesetzt haben, um die Modernisierung des HR voranzutreiben, steht doch eines, dass wir einen starken Sender im Lande Hessen brauchen und haben wollen. Und ich denke, dass dieses an heutigen Tag auch noch einmal gesagt werden soll, wenn es darum geht, für die nächste überschaubare Zeit die gesetzlichen Grundlagen für eben diesen Rundfunk zu verankern. Und wir haben, wie ich finde, ein Privileg, was es nicht einfach ist zu erhalten aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aber was es lohnt zu erhalten. Wir haben das Privileg, einen Sender zu haben, der identisch ist mit den Grenzen des Landes Hessen. Und der deswegen, weil er sich eben auch programmatisch in den letzten Jahren sehr intensiv dazu entschlossen hat, diesen Landesbezug in den Vordergrund zu stellen, die Chance bietet, dass wir über dieses Land in seiner unterschiedlichen Zusammensetzung, über dieses Land mit seinen Menschen, mit seinen Gruppierungen, mit seinen gesellschaftlichen Gruppen, über seine Firmen und die Gewerkschaften, über seinen Sport und über die Kultur zu berichten, Meinungen anzubieten und etwas darzustellen. Auf der einen Seite eine Chance zur Identifikation mit diesem Land zu bieten und auf der anderen Seite auch diese Identifikation zu bieten über die Vielfalt, die dieses Land in sich birgt. Nach seiner Gründung nach wie vor, der wir mit dem Hessentag begegnen, aber der auch der Hessische Rundfunk begegnen will, ganz bewusst. Dass wir dieses in den Vordergrund stellen und die Chancen, dieses aufrechtzuerhalten, auch mit einem solchen Gesetz, was wir heute in dritter Lesung verabschieden, dokumentieren, untermauern und unterstreichen. Und meine Damen und Herren, dieses will ich dann zum Schluss sagen. Wir haben einen Hessischen Rundfunk innerhalb der Grenzen des Landes Hessen. Es wären manche, die im Bereich des Südwestrundfunks, des Norddeutschen Rundfunks, des Mitteldeutschen Rundfunks leben, die diesen Länderbezug in dieser Intensität nicht haben, bei aller Untergliederung, aber die diese Identität von Landesrundfunkanstalt und Land nicht haben, die wären dankbar, etwas solches zu haben. Und deswegen kann ich mit Freude diesem Gesetzentwurf zustimmen, und ich freue mich, dass er dann ab bald auch gilt. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolff. Als nächster Redner hat Kollege Rentsch von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Debatte haben wir vor 2 Tagen intensiv geführt. Dazwischen gab es eine weitere Lesung und Beratung im Ausschuss. Es ist jetzt die 3. Lesung. Ich glaube, das hat man bei den Vorrednern gemerkt, sich die Positionen nicht verändert haben. Trotz der, ich glaube, denke ich, sehr konstruktiven Ausschussberatung bleiben alle bei ihren Positionen. Das ist zum Schluss einer Gesetzeslesung so und auch nicht überraschend. Wir bleiben bei unserer Kritik, dass auf der einen Seite die Frage des Versuchs, möglichst viele Gruppen, wo auch immer die herkommen, ob aus dem Koalitionsvertrag von CDU und Grünen oder wo auch immer sonst, in den Rundfunkrat zu implementieren, dass diese war das ein Zwischenmeldung, Herr Reif, oder wie darf ich das interpretieren? Sie wollen sich beteiligen? Sie sind, vielen Dank, wenn Sie das schon als heftige Kritik sehen. Ja, das ist nicht völlig. Danke, dann nehme ich das mal auf, dann will ich es mal konkretisieren. Sie haben das, was die GRÜNEN Ihnen in den Koalitionsvertrag diktiert haben, jetzt im Gesetz umgesetzt. Das ist die Übersetzung. Vielen Dank dafür. Ich halte das nicht für richtig, aber das ist nun einmal so in Mehrheiten. Damit müssen wir dann auch umgehen, keine Frage. Trotzdem macht es die Zusammensetzung aus meiner Sicht nicht unbedingt besser. Herr Möller, und Sie sind ja auch ein Experte im Rundfunkrecht. Insofern freue ich mich, dass auch Sie sich beteiligen an der Debatte. Ich glaube aber, meine Damen und Herren, dass bei der Frage, was jetzt zu tun ist und was zu tun wäre, Sie ein Problem erzeugt haben. Und das Problem, das habe ich letztes Mal schon gesagt, Herr Kollege Reif, ist das, was wir vom Landkreistag bekommen haben und auch von anderen, dass es verschiedene Interessengruppen in diesem Land gibt, die jetzt nach ihrer Berufungsaktion sagen, jetzt müssten wir eigentlich auch berufen werden. Und Kollege Frömmrich hat das ja vorhin ein bisschen auch selbst genannt. Es ist schwer zu erkennen, nach welchen Kriterien jetzt Berufungen stattfinden oder welche Kriterien dafür zugrunde gelegt werden. Und das ist eben der Punkt, warum auch andere Interessenverbände sagen, eigentlich sind wir auch jetzt der Auffassung, wir müssten berufen werden. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch Teil Ihrer eigenen fehlenden Begründung, warum einige Gruppen hinzugezogen werden und andere nicht. Zum Thema DITIB habe ich vor 2 Tagen schon etwas gesagt, und das möchte ich wiederholen. Ich bin offen gesagt, und meine Fraktion ist offen gesagt, sehr skeptisch, dass wir mit DITIB, wenn das Los oder die Entscheidung auf DITIB fällt, einen zurzeit sehr verlässlichen Partner im Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks haben würden. Und das liegt auch daran, dass die Diskussion, die wir zurzeit mit der Türkei haben, die Türkei und der Ministerpräsident gegenüber einem Satiriker, und ich habe das schon einmal hier gesagt, man muss das Gedicht nicht gut finden, aber man muss trotzdem nicht gut finden, was Herr Erdogan aus dieser Aktion gemacht hat, dass wir mit DITIB dann einen Verband haben, der sehr stark in der Nähe der türkischen Regierung steht. Dass das nicht unproblematisch ist, glaube ich, ist klar. Und deshalb haben wir diesen Passus auch kritisiert. Ich weiß, dass es da auch aus Teilen der Union, aber auch aus anderen Parteien, auch aus den Sozialdemokraten heraus, kritische Punkte gibt. Und ich glaube, das sollten wir berücksichtigen. Denn eins sollte zum Schluss gewährleistet bleiben. Der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks ist ein unabhängiges Gremium, was dafür eintreten soll, dass wir eine plurale, gute Berichterstattung, Kollegin Wolff hat das gerade sehr schön gesagt, über unser Land, über unsere Historie, über die Unterschiede haben. Und es sollte nicht ein Gremium werden, wo andere Interessen, ferngesteuert aus anderen Ländern, möglicherweise Platz greifen. Darauf sollten wir gemeinsam achten. Auch wenn wir dem Gesetzentwurf jetzt nicht zustimmen werden, werden wir aber trotzdem, ich glaube, gemeinsam diese Verantwortung übernehmen müssen, zu schauen, dass die Pluralität auch in Zukunft im Rundfunkrat gewährleistet ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Wintermeyer. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zur 3. Lesung könnten wir auf das, was wir in der 1. Lesung und in der 2. Lesung als Landesregierung schon beigetragen haben, Bezug nehmen. Ich möchte aber dennoch sagen, dass wir und auch der Hessische Landtag intensiv über detaillierte Fragen der Größe und auch der Struktur des Rundfunkrates gesprochen haben. Es ist viel über Geschlechterparität in den Debatten hier diskutiert worden. Darüber kann man in jeder Form auch diskutieren. Ich bin auch vorbereitet, jetzt an sich hier noch etwas zur Geschlechterparität noch einmal zu sagen. Aber darum alleine geht es nicht bei dem entsprechenden Entwurf des HR-Gesetzes. Dies, nämlich die Geschlechterparität, ist nur einer der Mosaiksteine des neuen HR-Gesetzes. Tatsächlich gilt es aber festzuhalten, was letztlich auch im ganz überwiegenden Teil in der Anhörung als Ergebnis festzustellen gewesen ist zur Novelle des HR-Gesetzes. Der Gesetzentwurf hat breite Zustimmung erfahren in den tragenden Regelungen, sowohl bei den Fachleuten und den Betroffenen und an sich auch hier im Plenum, wenn man die Detailfragen, die teilweise hier angesprochen sind, mal ausblendet.
Meine Damen und Herren, mit dem heute zu verabschiedenden Gesetzentwurf erhält der HR mit seinen Gremien eine Struktur, die ihm auch in Zukunft, auch nach den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts, eine effiziente Aufgabenwahrnehmung ermöglicht. Insgesamt wird er ebenso unabhängig sein wie bisher und transparent, ja, ich sage auch noch transparenter, seine Arbeit machen können. Die Pluralität ist im HR-Rundfunkrat gestärkt worden. Der Versteinerung ist entsprechend vorgebeugt worden. Die Gremien werden in Zukunft weiblicher, und sie bleiben dabei voll arbeitsfähig, weil sie nicht aufgebläht werden zu Monster-Rundfunkräten, die keine Arbeitsfähigkeit mehr gewährleisten. Grundsätzlich ist schließlich aber mit der Modernisierung des HR-Gesetzes auch ein klares Bekenntnis zum Bestand des Hessischen Rundfunks insgesamt verbunden. Unter der neuen Intendanz wurde die Aufstellung des Hessischen Rundfunks innerhalb der Senderfamilie, wie die Hessische Landesregierung meint, klug und erfolgreich fortentwickelt. Und wir unterstützen dies, ich sagte dies bereits bei der zweiten Lesung, aus hessischem Interesse ganz besonders. Meine Damen und Herren, die Diskussion um die AVMED-Richtlinie, die ja in den nächsten sechs Monaten auch auf europäischer Ebene in Brüssel stattfinden wird, zeigen, dass die Begehrlichkeiten aus dem Bereich des privaten Rundfunks auch international, ja europäisch sind. Die Hessische Landesregierung wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass regionale Berichterstattung, sei es im öffentlich-rechtlichen oder auch im privaten, und damit auch die regionale Identität eine wichtige Stimme im Konzert der Medien ist und insbesondere durch den Hessischen Rundfunk wahrgenommen wird. Ein zweites zur AVMD-Richtlinie, um die eigentlichen Probleme, über die wir diskutieren sollten, noch einmal darzustellen. Dort sollen Hörfunkräte und auch Landesanstalten für private Rundfunkstrukturen entsprechend infrage gestellt werden unter dem Stichwort der Europäischen Regulierungsstelle. Dem müssen wir uns zuwenden, weil sonst diskutieren wir hier über Hörfunkräte, die es möglicherweise, wenn diese AVMD-Richtlinie zum europäischen Richtliniengesetz werden sollte, nicht mehr in dieser Form existieren, wie wir sie heute noch haben. Wir wollen dieses Gesetz entsprechend sehr positiv kotieren. Ich spreche mich daher, und das wird Sie wirklich nicht erstaunen, für eine Verabschiedung des Gesetzes mit dem Änderungsantrag der Regierungsfraktionen und zugleich gegen die Annahme des Änderungsantrags der SPD-Fraktion aus. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Wintermeyer. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Ende der Debatte. Ich lasse nun über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Somit ist in dritter Lesung dieser Gesetzentwurf angenommen worden und wird damit zum Gesetz erhoben. Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf.